Einen wunderschönen guten Morgen hier aus LA. Ich bin Julian und wir sind jetzt schon den dritten Tag in LA, beziehungsweise den dritten Tag auf unserer Rundreise entlang der Westküste in den USA. Die ganzen Leute hier, die hinter mir anstehen, die stehen nicht ohne Grund an, sondern hier ist ein sehr berühmtes Filmmotiv, wo auch schon Iron Man drin saß. Ist auch bei den Simpsons zu sehen. Und zwar ist es hier wahrscheinlich der größte Donut der Welt, Randy's Donuts. Hier kann man leider nur normale Donuts essen. Wir gehen jetzt aber zu einem anderen Donut-Lokal, wo man die größten oder den größten Donut wahrscheinlich essen kann. Bis gleich. Den echten Riesendonut oder größten Donut der Welt gibt es da hinter mir bei DK Donuts in Santa Monica. Das ist wirklich der größte Donut der Welt. Man kann natürlich auch mega touristische Sachen hier in Los Angeles machen. Zum Beispiel, wir sind jetzt in Hollywood, auf den Hollywood Hills bzw. Beverly Hills. Hinter mir das Eingangstor zur Playboy Mansion. Man kann Touren machen mit einem Tourbus, die fahren dann herum, erzählen etwas darüber. Man kann aber auch so Karten, eine kleine Landkarte kaufen, das haben wir gemacht. Und dann selbst die Gegend hier ein bisschen erkunden, ist fast interessanter, finde ich, als wie nur in einem Bus zu sitzen und dann rumzufahren, nirgendwo anhalten zu können. Wir sind jetzt einfach hier kurz stehen geblieben, konnten aussteigen und alles. Und man sieht eh nie viel von den Häusern, hier nur das Eingangstor und ein bisschen weiter hinten das Dach von der Playboy Mansion. Mal sehen, was wir sonst noch alles finden, und sonst geht es nachher weiter zu dem Walk of Fame. Der Walk of Fame ist dieser lange Gehweg. Er streckt sich eigentlich über 5 Häuserblocks und müssten mittlerweile über 2680 Stars verewigt sein, unter anderem die Simpsons, Michael Jackson etc. Mal sehen, wenn wir da alles entdecken können. So, wir sind jetzt hier beim wohl berühmtesten Gehweg der Vereinigten Staaten angekommen, und zwar in Hollywood, dem Walk of Fame. Ja, der Walk of Fame selbst erstreckt sich über 15 Häuserblocks hier, und mittlerweile, also Stand jetzt oder März waren das, sind 2630 Berühmtheiten hier verewigt worden. Man kann hier auf beiden Seiten rauf und runter laufen. Es sind noch einige Sterne dabei, die noch nicht gefüllt worden sind. Aber viele sind gefüllt. Man muss halt immer gucken, damit man nicht in Leute reinläuft. Aber es ist ziemlich interessant hier alles. Vielleicht noch kurz was zur Geschichte. Der Walk of Fame wurde damals eben 1957 bzw. 1958 errichtet von der Handelskammer in Hollywood. Ja, und hat sich bis heute eben so weiterentwickelt, wird auch stetig erweitert. Grundsätzlich gibt es Richtlinien, wie man einen Stern am Walk of Fame bekommen kann. Und zwar sind das einmal, dass gerade die offiziellen Auswahlkriterien ablesen, sind das einmal die beruflichen Errungenschaften, also Professional Achievement in der jeweiligen Kategorie. Es sind unter anderem eben mindestens 5-jährige dauerhafte Präsenz im Showbiz abzulegen sozusagen, und man sollte auch gemeinnützige Beiträge geleistet haben. Es sind ja nicht nur Schauspieler und auch Tonmacher oder Sänger, Songwriter vertreten. Es gibt auch unter anderem einige Comicfiguren, Donald Duck, Looney Tunes etc.
auch die Muppets und viele, viele mehr. Auch die Simpsons sind vertreten zwischen all den Singern, Songwritern und Schauspielern. Walk of Fame gibt es auch ein tolles Einkaufszentrum, von dem aus man das Hollywood-Sign in der Ferne beobachten kann. Das Witzige ist, dass es eigentlich damals Hollywood, das war nicht so geplant, eine Maklerfirma, also eine Immobilienfirma, hat Hollywood Land auf den Hügel aufgestellt, um eben diese Einöde ein bisschen zu bewerben und Grundstücke mehr oder besser verkaufen zu können und so auf sich aufmerksam zu machen. 1923 errichtet. Die Buchstaben sind 14 Meter hoch und insgesamt alle zusammen 137 Meter lang. Der ganze Aufbau wiegt ungefähr 220 Tonnen. Früher konnte man noch direkt bis zum Hollywood-Schriftzug hin. Heute ist allerdings alles abgesperrt. So, das war's auch schon wieder heute von LA, vom Walk of Fame. Wir machen uns jetzt langsam aber doch auf den Weg nach San Francisco. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert, falls ihr noch nichts gemacht habt. Und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.